Und bei mir im Studio ist nun Marco Reinke. Marco, es ist eine gute Nachricht vor Beginn des Gipfels gewesen, dass die Türkei ihre Blockade aufgehoben hat gegen die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland. Was können diese beiden nördlichen europäischen Länder denn tatsächlich in das nordatlantische Bündnis mit einbringen? Ja, man muss sagen, dass da schon zwei recht starke Armeen mit jetzt in dieses Bündnis kommen, denn eines ist eben klar, die beiden Länder sind zwar bevölkerungsmäßig nicht sonderlich groß, aber sie sind tatsächlich militärisch ganz gut aufgestellt. Und da können wir einmal schauen, erst einmal, wie sich das Ganze strategisch, taktisch auswirkt. Und dazu habe ich mal eine Karte mitgebracht, die einmal hier die NATO-Mitglieder zeigt, hier jetzt mit dem besonderen Fokus auf Europa. Und wir sehen hier eben Schweden, Finnland. Und was jetzt das Besondere an diesem NATO-Beitritt ist, das ist letzten Endes, dass der gesamte Ostseeraum hier jetzt künftig ein NATO-Seeraum mit mehr oder minder wird. Es gibt ja eben noch hier die Landesgrenzen zu Russland, einerseits hier ein kleines bisschen und dann noch an der russischen Exklave zu Kaliningrad. Aber per se ist erstmal die NATO dort in der Mehrheit vertreten. Und dann muss man ja noch dazu sagen, dass damit auch die baltischen Staaten sich jetzt erhoffen, besser geschützt zu sein durch diesen NATO-Beitritt, eben weil sie sozusagen aus dem Norden heraus noch zusätzlichen Schutz genießen können oder erwarten dürften. Das also erst einmal der Überblick. Und ich habe es gerade schon gesagt, militärisch sind die beiden Staaten auch ziemlich gut aufgestellt. Und da können wir einmal auf ein paar Zahlen schauen, die das Ganze verdeutlichen. Denn beide Staaten, und das vor allem gilt vor allem für Finnland, haben sehr früh schon extrem noch einmal ihren Verteidigungshaushalt aufgestockt. Erst einmal der direkte Vergleich, 16.000 Berufssoldaten in der schwedischen Armee, 23.000 ungefähr in der finnischen Armee. Und man muss in beiden Ländern sagen, gibt es noch einmal eine große Zahl von Reservisten, 870.000. Und ich habe hier noch kontinuierliche Ausbildung mit draufgeschrieben. Denn man muss sagen, dass beide Länder ihre Reservisten extrem fortbilden, immer wieder weiterbilden und so auch auf dem aktuellen Stand halten. Wir haben in der schwedischen Armee eine hochgerüstete Marine. Man hat dort viele U-Boote beispielsweise, aber auch generell ein sehr modernes Gerät. Und es gibt so rund 200 Fluggeräte in der schwedischen Luftwaffe. Also auch da bringt sozusagen Schweden einiges mit in die NATO hinein. Und bei der finnischen Armee ist es noch so, dass man hier das Ziel hat, den Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren noch einmal um 40% zu erhöhen, also hier noch einmal stärker zu investieren. Jetzt muss man ja sagen, Moskau hat ja noch nicht so richtig reagiert, also beziehungsweise man hat immer gesagt, na ja, das sei für uns gar kein Problem und wir haben immer gute Beziehungen zu diesen beiden Ländern. Und man muss dazu sagen, strategisch gibt es da eine gewisse Achillesferse in Russland. Und da können wir mal auf eine Karte schauen. Da muss man dazu sagen, das ist immer so gar nicht bekannt oder so gar nicht bewusst, denn es gibt hier oben eine Halbinsel in Russland, die sogenannte Kola-Halbinsel. Und hier muss man sagen, dass hier die Basis der Nordflotte stationiert ist. Also hier sind U-Boote stationiert, die auch mit atomwaffenfähigen Raketen oder mit Atomraketen durchaus oder mit Atomwaffen ausgestattet werden können. Es gibt mehrere Luftwaffenbasen, die hier aufgestellt sind. Und man hat generell hier einige Atomraketen bzw. Atomwaffen stationiert. Und das Ganze eben aus einer Angst heraus, dass man diese Insel von eben der NATO möglichst schnell in einem Konfliktfall abschneiden könnte. Also das durchaus ein Punkt, wo man sagen muss, da schaut man in Russland vielleicht noch mal etwas genauer hin oder muss auch sagen, da könnte man eben jetzt eine gewisse strategische Bedeutung dieses NATO-Beitritts sehen. Aber wie gesagt, erst einmal hört man aus Moskau die Töne, naja, also die kooperieren eh schon seit einigen Jahren mit der NATO. Für uns ist das erstmal kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Schweden und Finnland sind auf jeden Fall ein Zugewinn für die NATO, so kann man sagen. Marco, danke für diesen Überblick.